Herzlich willkommen bei Greenwheel TV, Freitag in der Früh. Gerade fertig war mit der Bank, jetzt habe ich eine temporäre Debitcard gekriegt, mit der kann ich jetzt ein Geld abheben, kann meine Online-Überweisungen machen und kann auch zahlen, wenn es war, mit Geheimnummer und so weiter. Dann habe ich jetzt kleine Überweisung gemacht für den Bäder, für Waschmaschine, Trockner, Fernseher und so weiter, dass das einmal erledigt ist. Und muss jetzt mal schauen, wie das mit dem Bill-Pay funktioniert und mit dem Transfer. Das ist alles nicht so richtig leicht. Wenn das kleine Firmen sind, dann wird das tatsächlich nicht online überwiesen, sondern die Tatsache, dass ich einen Bill-Pay-Eintrag mache, führt dazu, dass die kleine Firma von meiner Bank einen Scheck geschickt kriegt und den Scheck dann bei sich einziehen kann. Hört jetzt ein bisschen hinterwäldlerisch an, keine Ahnung, ob das so ist, aber ich meine, die machen das seit Jahren so, wird schon seine Richtigkeit haben. Wiederkehrende Zahlungen, die man mit dem gleichen Betrag, kann man, glaube ich, automatisieren. Und wenn es wechselnd ist, dann muss ich das immer manuell machen. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, ob es möglich ist, dass ich der Firma quasi eine Einzugsermächtigung kriege, dass die den wechselnden Betrag einziehen. Muss ich mal ein bisschen recherchieren. Außerdem habe ich mir nochmal eine App sagen lassen, mit der wo man Geld nach Deutschland oder zurück überweisen kann, was vielleicht mehr notwendig ist. Weil wenn man das da bei der Bank macht, dann ist das doch relativ teuer. Eingehende Überweisung aus Deutschland ins Konto kostet 16 Dollar. Ausgehende Überweisung von USA nach Deutschland kostet 45 Dollar. Da schluckst du dann schon mal. Genau. So. Banking erledigt, jetzt ab ins Büro und dann Mittag ab zum Flughafen. Der Check-in ist kaputt. Keine Ahnung, technischer Defekt ausgerechnet bei unserem Flug. Die ganze Familie Brusa fliegt zurück mit 5 Leuten und ich flieg und im gleichen Flug ist nochmal eine Kollegin und kann auch mal einchecken. Schauen wir mal, was da draus wird. Also, bis dann. Kurze Vorstellung von unserer Kaffeemaschine. Ein Riesengerät. Man legt quasi das Tab rein, legt mal einen Hebel um, dann drückt man das Knöpfchen, dann kann man oben Milch rauslassen. Super Geschichte. Aber läuft ungefähr 5 Stunden, bis er das voll ist. So, die Expert geht zum Auto, Freitag 1. Und jetzt sofort auf dem Weg zum Flughafen. Check-in hat geklappt, Gott sei Dank. War mal Stein im Magen. Habe ich noch schnell einen Mitarbeiter geholfen bei einer Eskalation. Wenn man sich nicht um alles gekümmert. Hat hoffentlich geholfen, werden wir am Montag sehen. Und jetzt wieder vorhin in Ruhe zum Flughafen. Meinen Koffer aufgeben und dann geht's ab nach Hause. Ich schreibe. Endlich wissen wir, was der Hundebesitzer macht, wenn er am Flughafen ist und der Hund aufs Klo muss. Er bieselt oder kackt. An den Hydranten noch nicht. So, jetzt bin ich am Flughafen. Die Fahrt war unspektakulär. Wenig Verkehr. Meiste Zeit. Bevor ich ins Parkhaus bin, habe ich noch gesehen, dass ein neuer, ja nicht wirklich Foodtruck, aber ein Hotdog-Stand da war. Die Scotty Hot Dogs, der junge Mann, der Verkäufer war im Schottenrock, deswegen Scotty Dogs. Ich habe gemacht Standard mit Käse, dann werden es eine Scheibe Schmelzkäse ins Brot rein, dann legst du Wurst drauf und dann durch einen Käse umschlagen, dass der schmelzt. Schmeckt hervorragend. Ansonsten nur Ketchup und Senf, war sehr lecker. Leider kein Foto gemacht, habe zu viel Hunger gehabt. Genau, hier habe ich mir noch eine Acai Bowl gegönnt. Habe ich ewig drauf gewartet, aber das war es wert, war gut. Von Jamba Juice haben wir letztes Mal schon gemacht, wenn wir da waren. Bei unserem Crazy Flight über Washington. Jetzt steht das Flugzeug schon draußen. In einer halben Stunde geht es Boeing los und bis ihr die Nachricht seht, dabei bin ich wahrscheinlich schon in Landshut. Also, das wird jetzt vermutlich der letzte Check-in vor dem Eissteig sein. Ich weiß nicht, ob ich an Bord was mache. Freue mich auf euch. Bis demnächst auf diesem Kanal. Bleibt treu, sei noch.